So, guten Tag. Ja, heute möchte ich euch eine Partie zeigen, die ich online gespielt habe. Wir nehmen mit unserem Verein an der deutschen Schach online. Nee, wie heißt das? Ich glaube DSOL. Wofür steht das? Deutsche Schach Online Liga oder so ähnlich. Wir nehmen auf jeden Fall an diesem Turnier teil. Und da habe ich dieses Spiel gespielt mit Schwarz in der ersten Runde. Und ach ja, vielleicht noch ein bisschen sowas zum Grundsätzlichen. Morgen ist die zweite Runde für mich. Und der Zeitmodus ist 45 Minuten plus 15 Sekunden pro Zug. Jetzt bin ich mir nicht sicher, es gibt ja zwei, das Inkrement oder Fischer ist, ob das also nach dem Zug aufgeschlagen wird oder vor dem Zug. Ich glaube nach dem Zug. Aber gut. Ja, da wollte ich euch mal die Partie zeigen. Erstmal muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, eine Sache. Ich habe das mal so gehört. Ich weiß nicht ganz genau, ob das stimmt, aber ich finde es sehr einleuchtend. Man soll am Anfang trainieren, die Zeit, die man hat, voll auszuschöpfen. Und erst wenn man dadurch Zeitprobleme bekommt, soll man überlegen, schneller zu spielen sozusagen. Und das hat mein Gegner also sehr gut gemacht. Er hat tatsächlich sehr hart am Limit von der Zeit gespielt. Ich vermute, das ist ihm zwar am Ende auch auf die Füße gefallen, aber ich habe ja das Problem, ich spiele immer relativ schnell und ich krieg das dann auch nicht unbedingt hin, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber da werden wir nochmal später drüber sprechen. Ich habe zwar gewonnen, weil es war also mehr Glück als alles andere. Also, D4, D5, C4, also Damengambit. Und dann habe ich gedacht, okay, spiele ich slawische Verteidigung. Das ist ja relativ gesehen das Beste. Und es hat den Vorteil, dass die Struktur, die entsteht, die Bauernstruktur, so ähnlich wie im Skandinavisch ist und das ist mir zurzeit relativ vertraut und ich dachte, du, ich spiele das einfach so, wie als ob das eine skandinavische Verteidigung wäre. Also slawische Verteidigung heißt das allerdings. So, ja. Ich glaube, hier den Bauern zu schlagen, was er hier gerade vorschlägt, ist sogar relativ gut. Aber ich habe anders gespielt. Ich baue mich hier also hier ganz normal auf. Und jetzt war vielleicht so der erste Moment, wo ich mir nicht ganz sicher war, was ich spielen soll. Dieses B3 hat mich ein bisschen irritiert. Obwohl, nee, nein, das stimmt nicht ganz. Hier war meine Idee. Ich wollte C5 vorbeugen. Darum habe ich B6 gespielt. Läufer B2.
Kleine Rochade. Ich dachte mir, okay, eventuell kann man die große Rochade spielen, aber die kleine Rochade ist natürlich viel sicherer, viel solider und vielleicht sollte ich das tun in einem nicht super Schnellschach und in einem Turnierspiel. So, jetzt kam Turm C1. Dame C7, Dame C7, da war ich mir nicht so ganz schlüssig darüber, ob ich das hätte spielen sollen. Interessanterweise fand der Computer das auch nicht so gut. Der Computer hat vorgeschlagen Springer E4. Was ich, weiß ich nicht, kann ich nicht so gut einschätzen. Und was der Computer noch vorgeschlagen hat, war Dame B8. Ich habe vergessen, warum, aber das ist irgendwie Theorie in Slawisch. Und ich verstehe den Zug nicht so ganz. Okay. Der Läufer bleibt beweglicher, ist klar. Aber der Turm wird ja unbeweglicher. Auf der anderen Seite, ich glaube, man hat sowieso vor, irgendwann den Bauern hier. So einen Bauernsturm am Damenflügel zu machen. Also ich weiß, als ich gesehen habe, dass der Computer den als zweitbesten Zug vorschlägt, ich weiß, dass der so ein bisschen Theorie ist, aber der leuchtet mir irgendwie so auf den ersten Blick nicht ein. Der ist für mich nicht intuitiv. Also ich habe dann Dame C7 gespielt. Dann schlägt er hier rein. Sonst, ja, das war natürlich jetzt ein bisschen unangenehm, fand ich. Musste ich den Läufer abgeben für einen Springer. Habe ich gedacht, okay, besser als kann man vielleicht machen. Natürlich schade, aber gut. Es ist ja kein Weltuntergang. Und jetzt kommt Springer E4. Das fand ich alles sehr bedrohlich irgendwo. Allerdings, ich habe mir dann gedacht, ja, ich entwickle hier erstmal den Turm. F4. Dann dachte ich, mein Springer kann genauso gut da rein. Gerade nachdem er jetzt F4 gespielt hat, kann er ja nicht mehr F3 spielen und den Springer vertreiben. Es erinnert mich so ein bisschen an Holländisch. Wie gesagt, nur ein bisschen. Hier habe ich auch wieder gedacht, ah, der Läufer, das sieht nicht gut aus. Und dann habe ich, hier habe ich tatsächlich ein bisschen länger drüber nachgedacht. Dann habe ich irgendwie nach einem Trick gesucht. Und ich glaube, ich habe den dann gefunden in Springer, ich schlage den Springer Weil. Also meine grundsätzliche Idee war, ich möchte irgendwann mal die Dame, also die Dame hier hinspielen, um den Bauern einfach zu fesseln. Sieht nicht ganz schlecht aus. Aber natürlich, dann ist der Springer ungedeckt und dann muss der Springer zuerst weg. Das war also die Idee. Ist natürlich ein bisschen ein totes Rennen, weil ich weiß nicht, wenn der König da jetzt rauszieht und man kann den Bauern ja doch nicht schlagen, weil der doppelt gedeckt ist. Naja, aber ich konnte den Läufer wenigstens wegziehen. So, jetzt würde den Springer da haben. Soll er ruhig machen, dann. Ja, wobei das Problem natürlich ist, kann ich das jetzt ziehen? Man sieht, was die Idee ist.
Wenn er jetzt direkt den Springer schlagen könnte, dann müsste ich zwingend mit der Dame zurücknehmen. Eigentlich auch noch kein Problem. Wenn ich das mir jetzt nochmal so angucke. Wobei ich nicht weiß, ob man die Dame unbedingt da stehen haben möchte. Die steht da schön zentral, aber. Aber die Idee ist natürlich, wenn ich mit dem Bauern zurücknehme, dann ist der Läufer ungedeckt. Und darum habe ich dann mit dem Turm gedeckt. Dann kam hier der andere Turm. Ja, vielleicht will man mal Türme verdoppeln oder irgendwas. Oder hier die Dame dahinter verdoppeln. Der Bauer hier ist ja etwas schwach und hilfsbedürftig. Wobei der zurzeit viel gedeckt ist. Aber er muss tatsächlich gedeckt werden. Das ist keine schöne Situation für Schwarz, dass der Bauer gedeckt werden muss. Durch Figuren. Und darum habe ich den dann auch vorgezogen. Habe ich gedacht, dann ist er wieder durch Bauern gedeckt. Jetzt kommt natürlich B4. Unangenehm. Ich habe mir dann aber gedacht, ich versuche anzugreifen, nochmal mich um den König zu kümmern. Dame H6 gemacht. Das war im Prinzip mein erster Fehler, weil B4 sieht zwar schön aus und auch wirklich gefährlich, aber was Weiß übersehen hat, ist, dass hier Turm und Dame gar nicht schön stehen. Und jetzt wäre Läufer A4 gegangen. Das hätte natürlich die Partie wahrscheinlich sofort entschieden, wenn ich das gesehen hätte. Und auch viel deutlicher, als es dann am Ende kam. Gut, ich habe gedacht, ich starte meinen Königsangriff, weil hier gerade alles nicht so ganz schön aussieht. Aber eigentlich geht es ja um den König. Vielleicht kriegt man da was hin. Außerdem kriegt man vielleicht diesen Turm hier so darüber. Guckt man mal. Er hat den König gezogen. Ah ja, stimmt, da fehlt mir auch noch einer. Das war so eine Idee. So und dann die Springergabel, wobei das gar nicht funktioniert, weil der Turm da ja steht. Naja, man kann ja hoffen, dass der Turm irgendwann noch mal irgendwas anderes macht oder man den vielleicht hier abgetauscht kriegt. Ich weiß nicht, was ich genau gehofft habe. So, dann dachte ich, so. Bevor mir hier noch irgendwas wegläuft, Dame H3, natürlich, ich habe die ganze Zeit immer noch vergessen, Läufer A4, ne, das ist noch eine ganze Zeit lang gegangen. Dachte ich mir, okay, bevor der Bauer vorzieht, bevor irgendwas kommt, die Dame muss dahin, damit ich tatsächlich diesen Angriff habe. So, jetzt hat er hier geschlagen. Wieder, es wäre natürlich wieder gegangen, ne? Aber muss man dafür sehen. Jetzt habe ich hier gedacht, okay, greift den Turm an. Was habe ich noch gedacht? Ja, genau. Ich habe nur gesehen, dass dieser Bauer angegriffen ist durch die Dame und ich dachte, ja, wie kann ich den am besten schützen? Der Läufer muss weg und den Turm anzugreifen ist ja gar nicht so eine schlechte Idee.
Wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, wie ich jetzt den Läufer hier gemacht hätte. Der wäre schon unangenehm gewesen, oder? Naja, habe ich ja nicht gemacht. Der Turm zieht weg. Und ich kann den Bauern schlagen. Und beide Bauern sind durch die Türme gedeckt. War meine Idee. Jetzt habe ich gedacht, Weiß hat geschlafen. Aber ich vermute, Weiß hat einfach gesehen, dass der Läufer hier die ganze Zeit geht und hat dann gedacht, er zieht die Dame weg. Jetzt hatte die Dame allerdings die Aufgabe, den Läufer zu schützen. Und jetzt habe ich einen Läufer mehr. Und wie ich es aus dieser Position nochmal geschafft habe, schlechter zu stehen, wo ich extrem viel mehr Zeit auf der Uhr hatte, das verstehe ich selber nicht. Ich weiß nicht, das möchte ich mir auch angewöhnen, dass ich dann mir zumindest die Zeit nehme und einen richtigen Plan finde. Weil ab diesem Moment hätte mir doch klar sein müssen, ich habe jetzt den Läufer mehr. Und wenn ich eine Chance habe, irgendwie zu gewinnen, muss ich jetzt die Chance am Schopf packen. Und ich weiß nicht, ich habe dann einfach so weiter eilig gezogen und viel gezockt, ich weiß auch nicht, das ist gut. Irgendwann hatte mein Gegner nur noch eine Minute auf der Uhr, aber das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass mein Gegner schneller gespielt hat, sondern ich habe schneller gespielt. Das ist, muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Gut, eine ganze Zeit lang spiele ich hier relativ gut. Ach ja, ich weiß nicht, habe ich das eben noch gezeigt? Nochmal ganz schnell zurück, als er hier die Dame weggezogen hat. Wenn er das gemerkt hätte, der Computer schlägt vor, macht natürlich auch mehr Sinn. Man kann natürlich auch den Turm wegziehen und Turm G2 bietet sich ja an. Man muss ja sowieso gucken, dass man hier die Situation, dass man den König irgendwie wieder in Sicherheit bringt. Also langfristig. Er ist nicht direkt bedroht, aber ja. So, die Dame weggezogen, habe ich den Läufer geschlagen. Geht jetzt auch eine ganze Zeit lang gut. Ja, ich glaube, an dem Plan hat es mir gar nicht unbedingt gefehlt. Ich habe nur nachher einfach zu schnell gespielt. Ihr werdet gleich auch sehen, an welcher Stelle ich ganz besonders zu schnell gespielt habe. Kommt hier nämlich so ein Gegenangriff. Und ist klar, ja, der Läufer steckt noch den Turm, alles schön. Ja, funktioniert ja auch alles. Jetzt deckt er den. Jetzt kommt der. Auch noch nicht so schlimm, den kann man ja schlagen. Und jetzt wird der Läufer angegriffen. Auch kein Problem, den kann man wegziehen. Jetzt kommt das Schach. Und jetzt verstehe ich nicht, warum ich nicht mir die Zeit genommen habe, nachzudenken. Man sieht, dass der Turm hängt. Oder werde ich wahrscheinlich gesehen haben. Ich werde mich wahrscheinlich sehr geärgert haben und gedacht haben, okay, Weiß hat nur noch eine Minute auf der Uhr. Aber natürlich auch mit 15 Sekunden Zeitaufschlag ist das
utopisch zu denken, dass man dann irgendwie auf Zeit gewinnen könnte eigentlich. Und ich habe es irgendwie trotzdem versucht, weil das so drin ist bei mir, ich weiß auch nicht. Ich habe da nicht lange nachgedacht. Der Zug, der natürlich auf der Hand liegt, ist, den Turm einfach dazwischen zu ziehen und alles ist in Ordnung. Der Turm ist durch den Läufer gedeckt. Der Bauer ist immer noch durch den Läufer gedeckt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht gesehen habe, ob ich dachte, dann kann der Bauer geschlagen werden oder ob ich einfach diesen Turmzug überhaupt nicht realisiert habe. Und alles ist gedeckt. Das Schach ist abgewehrt und keine Gefahr. Und was mache ich? Ich ziehe. Ach, falsche Richtung. Ich ziehe König H8 und verschenke einfach den Turm. Und jetzt hängt natürlich der Läufer wirklich. Jetzt muss der Läufer wegziehen und gleichzeitig ist der Bauer irgendwie in Gefahr. Und wenn der Läufer wegzieht, dann wäre der Turm wieder in Gefahr. Dann wäre sogar hier Grundrein matt. Das heißt, ich musste mit dem Turm den Läufer decken. Das ist gar nicht mehr angenehm und da habe ich mich sehr geärgert. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum mir das immer noch passiert. Da muss ich tatsächlich ein bisschen üben. Allerdings kam mir dann der Zufall zur Hilfe. Ich muss sagen, ich habe das, was jetzt kommt, auch schon vorher gesehen. Allerdings, das ist wieder so ein Zug, wo man nicht dran glaubt, dass das funktioniert. Natürlich kann er jetzt den Läufer abholen. Jetzt kann er den abholen. Und das sieht einfach nicht schön aus, ne? Was soll man jetzt machen? Habe ich mir gedacht. Ich spiele C3. Und jetzt ist mir der Zufall zur Hilfe gekommen, dass mein Plan genau aufgegangen ist. Ich dachte mir, erstens, der Bauer ist durch den Springer gedeckt. Das heißt, wenn er den Bauern schlägt mit dem Läufer, kriege ich halt den Läufer. Kriege ich ein bisschen Material zurück. Wird mir auch nicht helfen, wird auch nicht reichen, aber es ist kein Minusgeschäft. Und ist immer noch ein bisschen anstrengend möglicherweise, weil die Dame ist angegriffen und ja, halt so verschiedene Sachen. Ich wollte nur nicht verraten, was ich. Und auf der anderen Seite, also das sieht nicht so schön aus für Weiß. Den zu schlagen, dann verliert man den Läufer. Die Dame ist angegriffen. Ja. Sieht komisch aus. Wahrscheinlich muss man sogar die Dame abgeben. Würde ich mal fast vermuten. Sieht also gar nicht schön aus. Und wenn man dann auch nur noch eine Minute auf der Uhr hat, der Springer allerdings, der sieht so aus, als wäre das ein Geschenk. Das kleine trojanische Pferd, genau, ich glaube, so nenne ich das. Ich glaube, so nenne ich das Video. Das kleine trojanische Pferd.
Der Springer sieht einfach viel attraktiver auszuschlagen, gerade wenn man auch nur noch wenig Zeit auf der Uhr hat. Weil der Springer ist ungedeckt. Der Springer ist quasi ein Geschenk. Das Problem ist, der Bauer ist nicht nur einfach nur ein Zug, weil ich nicht weiß, was ich ziehen soll, sondern der Bauer unterbricht hier den Verteidiger. Und damit kann die Dame den Turm schlagen. Und das verliert nicht nur einen Turm, sondern es ist Schachmatt. Und ja, Weiß hat mein trojanisches Pferdchen angenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat was damit zu tun, dass ich habe was mitbekommen, dass mein Gegner sich sehr geärgert hat. Aber ich finde das eigentlich gar nicht einen so schlimmen Fehler, weil das sehr verständlich ist. Natürlich, es ist sehr ärgerlich, aber es ist doch sehr leicht zu machen. Also ich würde das nicht zu hoch bewerten. Das Spiel war sehr gut gespielt insgesamt. Und solche Sachen passieren. Also ich würde das tatsächlich der Zeit zuschreiben und ich würde ja diesen Fehler tatsächlich gar nicht so groß hängen. Der Rest des Spiels war einfach relativ gut, finde ich. Ja, und dann habe ich natürlich hier Schachmatt gegeben. Ja, mein kleines trojanisches Pferdchen hat die Partie gewonnen. Ist vielleicht nicht ganz richtig. Auf der anderen Seite, ja, es sind auf beiden Seiten Fehler passiert. Dann ist es am Ende auch müßig zu sagen, ja gut, welcher Fehler war jetzt unverdient oder so. Ich bin ganz zufrieden. Letztendlich könnte man denken, also gut, ich bin natürlich zufrieden, weil ich gewonnen habe, aber ich bin doch sehr unzufrieden damit, dass ich nach dieser Situation, also dass ich Läufer A4 übersehen habe, sage ich auch Schwamm drüber. Ich habe danach gut weitergespielt und Läufer A4 hat im Prinzip, die Drohung hat im Prinzip ja auch provoziert den Fehler. Was mich ärgert, was mich viel mehr ärgert, ist, dass ich nach dieser Situation nicht konzentriert genug das zu Ende gebracht habe. Und das ärgert mich tatsächlich. Und wenn man dann sieht, woran es gescheitert ist, nämlich an dem Schach hier und in einer Situation, wo der Turm einzügig weg ist und ich, keine Ahnung, 25 Minuten oder so auf der Uhr habe, ich mir dann nicht die Mühe mache, darüber nachzudenken, ob es einen Weg gibt, den Turm zu retten. Das enttäuscht mich tatsächlich viel mehr. Und ich glaube auch, dass der Fehler viel größer wiegt als hier das mit dem Pferdchen zu übersehen. Ich glaube tatsächlich, das ist ein viel krasserer Fehler. Weil es war offensichtlich, ich hatte so viel Zeit auf der Uhr und
mir war klar oder mir hätte klar sein müssen, wenn der Turm weg ist, dann ist das Spiel verloren und dann ist es nicht mehr so viel wert, eine halbe Stunde auf der Uhr zu haben. Warum setzt man sich nicht hin und denkt von mir aus eine Viertelstunde nach, bis man auf den Zug Turm F7 kommt? Warum macht man einfach halb aus Panik, halb aus der dummen Idee heraus auch noch, man könnte ja noch auf Zeit gewinnen, einfach König H8 und denkt, da will ich jetzt nicht mehr als, keine Ahnung, meine Minute oder was, die ich meistens nachdenke pro Zug, rein verschwenden. Das verschwendet einen ganzen Turm. Das wirft die Partie im Prinzip weg. Darüber bin ich viel mehr enttäuscht. Dass man sich über das trojanische Pferdchen ärgert, kann ich verstehen. Das trojanische Pferdchen ist am Ende so gesehen auch ein sehr hübsches Ende, muss man so sagen. Tja. Aber wahrscheinlich sollte man nicht den Springer schlagen, sondern man sollte mit der Dame den Turm stecken, oder? Damit man gar nicht erst in diese Konstellation kommt, wo man dann überlegen muss, wie opfere ich was. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Könnte man noch mal den Computer befragen, aber vielleicht macht auch einfach schon Sinn, den Turm einfach nur wegzuziehen. Oder den Turm zu decken. Hier macht, glaube ich, sehr vieles Sinn. Was die beste Möglichkeit ist, hätte man dann in der Partie gucken müssen. Aber mit einer Minute auf der Uhr ist das sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen als ich mit der, ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde war oder knapp eine halbe Stunde. Ja, da tun sich menschliche Abgründe auf manchmal. Im Schach lernt man sich auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ich halte mich selber ja immer für ja, geduldig und eigentlich so, dass ich mir zutraue, das zu machen. Die Frage ist dann ja, warum tue ich das nicht? Okay, aber das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Netzkaiser oder Smaragdelefant oder Adrian, ja. Noch eine kurze Anmerkung. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, kein extra Video wert. Die nächsten Livestreams werde ich was machen, nur nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde die nächsten Livestreams die Titel wieder so machen, auf LeeChess, dass die Titel so aussehen, als wäre das Video Englisch. Also der Titel wird so sein, dass man den so interpretieren kann, dass er komplett Englisch ist. Weil mein Eindruck ist, dass YouTube, wenn YouTube das da filtert, was ist ein echtes Lichess-Video und was nicht, dass Lichess dann so filtert, dass Videos, die einen deutschen Titel haben, nicht durchkommen. Weil ich habe ein paar Videos,
durch Let's Play und so ist das ja sehr einfach. Da sieht der Titel Englisch aus. Und die sind durchgekommen, die sind auf dieser Seite, die YouTube erstellt, wo angeblich alle Videos gesammelt werden sollen, die Leeches Videos zeigen. Und die sind da gelandet, wenn der Titel so aussieht, als wäre der Titel Englisch. Und sobald der Titel so aussieht wie Deutsch, Adrian spielt Schach oder so, das Wort spielt und Schach drin, ist schon ein Fehler, nimmt er nicht mehr an. Und darum habe ich mir überlegt, ich meine, da hat ja keiner was davon, wenn die Videos da nicht auftauchen. Ich möchte ja nach Möglichkeit auch gefunden werden. Dann werde ich den nächsten Livestream so machen, dass der Titel Englisch aussieht. Nur nicht, dass ihr euch wundert. Das ist der Grund. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.